Die beste Bildqualität oder das beste Bild gibt es von LG beim G2, der wie ein Bild in einer Galerie aufgehängt werden soll. Und dann macht er auch stilistisch eine echt gute Figur. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und wir haben den LG OLED G2 für euch getestet. Neben dem G2 gibt es noch eine ganze Reihe an anderen echt spannenden Fernsehern dieses Jahr und wir versuchen, die alle für euch zu testen. Deshalb abonniert am besten den YouTube-Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und macht natürlich auch die Glocke an, denn damit bekommt ihr auch immer mit, wenn wir neue Videos zu Fernsehern und natürlich auch zu anderen HiFi-Produkten machen. Wir haben hier einen 77 Zoll G29LA getestet, um genau zu sein. Es gibt den G2 daneben in 55, 65 und 83 Zoll. Fürs zweite Halbjahr 2022 ist außerdem noch der größte OLED bisher, eine 97 Zoll Version angekündigt. Das ist dann nochmal ein halber Meter mehr Bildschirmdiagonale als bei dem 77 Zöller hier. Oder es sind mit 2,6 Quadratmeter Bildschirmfläche dann fast ein ganzer Quadratmeter mehr als bei diesem hier. Ach so, eine Sache muss ich auf jeden Fall erwähnen. Wir haben den G2 hier einfach an eine vorhandene Wandhalterung gehängt, damit wir eben keine neuen Löcher für die Slim Bracket Wall Mount vom G2 bohren müssen. Mit der wäre er natürlich ganz dicht an der Wand. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem G1, ist dieser Gallery OLED etwas leichter geworden und am Rand ist jetzt eine klare Aluminiumkante. Damit der Fernseher so flach wie möglich an die Wand kann, ist auch eine spezielle Wandhalterung mit dabei, für welche auch extra eine Vertiefung auf der Rückseite des Gerätes ist. Man kann den Fernseher natürlich auch mit einer anderen Wandhalterung anbringen oder auch auf einen Standfuß stellen. Der passende Standfuß ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss separat nachgekauft werden. Die Kabel lassen sich durch diese Abdeckung dann auch perfekt zum Standfuß oder eben nach unten leiten. Der Grund, warum LG den G2 ihren besten OLED aller Zeiten nennen, ist der von LG sogenannte Brightness Booster Max. Dahinter steckt eine Art Kühlkörper für das OLED-Panel. Dies hat eine ganze Reihe an kleinen Vorteilen, was Spitzenhelligkeit, Langlebigkeit und Bildqualität im Allgemeineren angeht. Unter anderem haben wir beim OLED G2 kaum noch gesehen, dass helle, statische Testbilder vorübergehend eine kurze Zeit nachleuchten, was bei anderen OLEDs schon mal der Fall sein kann. Selbstverständlich hat man alles an Bildqualität, was man von LG OLED-Fernsehern gewohnt ist. Das heißt, perfektes Schwarz, somit ein quasi unendlich hoher Kontrast und natürlich sehr klare, schnelle Bewegungen. Der G2 punktet auch mit äußerst exakten und natürlichen Farben. Aber der spannendste Punkt ist die Helligkeit, besonders in HDR. Vielleicht kurz vorher eine Erklärung. HDR ist kurz für High Dynamic Range und steht für Videos mit erhöhtem Dynamikumfang. Dynamik ist ein etwas unklares Wort. Eigentlich geht es hier um zwei Punkte. Farbumfang und Helligkeitsumfang, beziehungsweise die Abstufungen davon. Bei der Farbe ist das eine Farbtiefe von 10 Bits anstatt der 8 Bits bei Standard Dynamic Range. Und diesen Farbraum kann der G2, wie schon gesagt, komplett und korrekt abdecken. In Sachen Helligkeit sind HDR-Videos immer bis zu einer bestimmten maximalen Helligkeit als obere Grenze gemastert. Meistens sind das 1000 Nits. Und genau diese Grenze knackt der G2 jetzt als erster OLED von LG dank des Kühlkörpers hinter dem Evo-Panel oder Brightness Booster Max, wie LG es nennt. Zwar schafft der G2 über 1000 Nits nur bei sehr bestimmten Szenen mit sehr kleinen hellen Highlights, aber genau um diese Szenen geht es am meisten, da es hier dem Zuschauer am meisten auffällt. Bei einer natürlichen Einstellung wie dem Kinomodus oder dem Filmmaker-Mode, den wir für unsere Tests benutzt haben, sind es übrigens immer noch ungefähr 900 Nits. Aus normalem Nicht-HDR-Material
auch in geringerer Auflösung, kann der G2 mit Upscaling und Bildverarbeitung ebenfalls echt viel herausholen. Der Gallery OLED gehört auf jeden Fall zu den Fernsehern mit der besten Bildqualität dieses Jahr. Mehr Details findet ihr auf der Website oder auch in den Vergleichsvideos, von denen stetig neue kommen werden. Der erste QD-OLED ist gerade bei uns angekommen und ich denke, genau der Vergleich wird richtig spannend. Obwohl LG mit dem Gallery OLED auf den ersten Blick eine andere Zielgruppe ansprechen will, hat der G2 auch quasi alles, was das Gamerherz begehrt. Eine beeindruckende Gaming-Performance inklusive HDMI 2.1, Variable Refresh Rates und Co. Und er bietet eine Fülle an weiteren Gaming-Features wie den Game Optimizer oder dedizierte Gaming-Genre-Bildmodi. In einer Vertiefung für die perfekte flache Wandmontage findet man beim G2 quasi alle Anschlüsse, die man sich wünschen kann. Neben 4 HDMI 2.1 Schnittstellen findet man auch die anderen üblichen Verdächtigen inklusive Twintuner. Einen klassischen Kopfhörerausgang gibt es jetzt leider auch bei LG nicht mehr. Dafür gibt es Bluetooth als drahtlose Audioverbindung oder eben HDMI eARC, um Dolby Atmos Surround Sound per HDMI-Kabel an deine Soundbar oder den AV-Receiver zurückzuleiten. LGs Betriebssystem heißt jetzt webOS 22 und ist wieder etwas smarter geworden und hat natürlich eine wirklich große Auswahl an Streaming-Diensten und anderen Apps parat. Es läuft echt zackig und lässt sich jetzt auch besser individuell anpassen, weil sich nun mehrere Leute mit eigenen Konten anmelden können. Allerdings sind es die gleichen Smart-TV-Features wie bei allen anderen diesjährigen LG-Fernsehern. Auch die LG Magic Remote ist die gleiche. Es ist zwar eine echt gute und zweckdienliche Fernbedienung, allerdings passt sie vom Design her nicht ganz zur Gallery Edition. Und wenn wir schon bei der Gallery Edition sind, statt Standby lässt sich der G2 auch in den Gallery Modus schalten. Hier laufen dann mehr oder weniger bekannte Kunstwerke in einer Schleife auf dem Fernseher, wie eben hier hinter mir. Viel anpassen kann man da aber leider nicht. Den Klang kann man für einen Fernseher als akzeptabel bezeichnen. Mit dem Mikrofon in der Fernbedienung kann der Sound noch auf deine Position im Raum eingemessen werden, um etwas mehr virtuellen Raumklang zu erzeugen. Für ein echtes All-in-One-Konzept, was man ja gerade bei dem Gallery OLED aus Stilgründen erwarten könnte, ist der Sound aber auf Dauer nicht ausreichend. Zum Glück kann man für echtes Heimkino-Feeling dann eine HiFi-Anlage oder zumindest eine ordentliche Soundbar verbinden. Was die Bildqualität angeht, ist der G2 echt beeindruckend und das Beste, was LG dieses Jahr im Angebot hat. Die Bildqualität ist auf Augenhöhe mit den 2021er Premium OLEDs, Sony A90J oder Panasonic JZW 2004. Hier wird es dann irgendwann Geschmackssache, beziehungsweise geht es darum, welche weiteren Features man wünscht. Bei Panasonic oder Sony gibt es dann statt Gallery Design einen deutlich besseren Sound direkt aus dem Fernseher. Aber gaming-technisch zählt der G2 zu den besten Fernsehern, die man überhaupt erwerben kann. Wir werden den G2 in den nächsten Wochen natürlich noch genauer mit den diesjährigen Top-Modellen der anderen Hersteller vergleichen. Gerade testen wir zum Beispiel den Neo QLED QN95B und direkt danach geht es an die QD OLEDs von Samsung und Sony. So viel kann ich euch ja schon sagen. Der Neo QLED wäre auch echt schick an der Wand und in einem Raum mit viel Licht wahrscheinlich die etwas bessere Wahl. Und ja, an der Wand sieht dieser OLED hier dann natürlich einerseits zurückhaltend, andererseits aber auch sehr stilvoll aus. Was aber das Gesamtkonzept als Gallery OLED angeht, hätte LG neben der super schlanken Bauweise und der cleveren Wandhalterung noch ein bisschen mehr machen können. Denn auf einem Standfuß, wenn man nicht auf die HDR-Details achtet, sondern sich einfach durch die Menüs klickt, sieht er von vorne fast genauso aus wie der günstigere OLED C2.
Der Aufpreis für den G2 wird am ehesten durch den Brightness Booster Max, also dem Kühlkörper, gerechtfertigt. Dieser sorgt ja neben der etwas höheren Spitzenhelligkeit wahrscheinlich auch für eine noch längere Lebensdauer des OLED-Displays. Geht es aber um das Thema Lifestyle oder Bilderrahmenfernseher, dann muss man auch einen Blick auf The Frame von Samsung werfen, welcher eine immer größere Auswahl an Kunstwerken bekommt und dieses Jahr mit einem matten Display für noch weniger Reflexionen auftrumpft. Dazu gibt es austauschbare Rahmen und eine schicke Fernbedienung beim Frame. Zwar kann der nicht mit der Bildqualität mithalten, aber als Bilderrahmenfernseher kann er eine echte Alternative sein. Wenn ihr mehr über den G2 erfahren wollt, als ich in diesem Video sagen konnte, dann geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung auf den ausführlichen Test auf hifi.de. Oder ihr klickt gleich auf das Video, in dem der G2 im Detail mit dem etwas günstigeren C2 verglichen wird. Jetzt die Frage an euch: Was haltet ihr vom LG Gallery OLED Evo G2? Perfekte Kombination aus toller Bildqualität und stilvollem Design? Oder vermisst ihr auch eine Premium-Fernbedienung, einen Standfuß oder Quantum Dots? Teilt eure Meinung unten in den Kommentaren und gebt uns natürlich auch immer gerne Feedback zu unseren Videos. Ich bin gespannt drauf und sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.